Hallo und herzlich willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Darius und heute gehen wir wieder auf die Jagd. Behandlungsbereich. Larrys Gedenkinstitut. Hatte jemand eine Opfergabe mit? Ah, eine Obsession. Das heißt, die hat einen Strike. Da ist ein Totem, da ist ein Totem, da ist ein Totem. Meine drei Totem sind hier, Soul of the Hunt, ganz klar. Standard beim Totem. Ruin eigentlich auch klar. Und Lullaby. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jemanden aufhänge, ist die Zeit bis zum. Erfolgreichen bis zum Skillcheck, bis die, also dieser die Zeit zwischen Sound und Erscheinen des Skillcheck jedes Mal kürzer, aber ich muss dafür halt die Leute aufhängen. Bin dann beim Totem. Gefällt mir aber gar nicht. Verdammt! Jetzt hat die mir die Palette vors Totem geworfen. Vor die Axt geworfen. Würde an einem Totem dran. Nee. Das kommt hinter. Was ist denn das doch? War jetzt irgendwie gerade nicht so doll. Jetzt finde ich ja keinen mehr. Erstmal hier wieder beim Totem. Mac. Da ist er. Ich treffe aber heute auch nicht mehr mit meinen Äxten. Ah, sonst ist Will aus der Hand kaputt gemacht. Das habe ich gerade mitgekriegt, dass sie dran waren. Endlich. Hab das Addon drin, dass ein Axttreffer sofort tötet, wie man gerade gesehen hat. Normalerweise, hat man dabei dann nur drei Äxte. Ich habe aber noch ein anderes Addon reingemacht, was zwei zusätzliche Äxte bringt. Also wo man im normalen Spiel sieben hätte. Und so habe ich halt insgesamt wieder meinen Fünfer. Und jetzt seht ihr unten bei dem Lullaby Perk. Zack. Oh, hat einen Strike. Wollte mich rausblenden. Jetzt da eine 2, das heißt, die Zeit wird immer kürzer zwischen Skillcheck und da ist er. Verdammt. Oh, ich heb den erstmal auf. Ständig rumgefunzelt gehen werden. Keks hier. Wer vergackt denn das ständig irgendwas? Das war mein Lullaby. Aber Ruin ist immer noch aktiv. Ist da jemand AFK? Das kann natürlich auch sein. Dass es da AFK-Raben sind. Bord.
Ich habe gerade Jagd bekommen und Jagd verloren. Da heilt sich jemand. Ein Billchen. Will hat gerade sein verkackt. Ich bräuchte mal neue Extra-Waffen. Ich denke, sie tut es so scheiße. Für der Hand was. Okay, die eine ist gerade zusammengesackt. Ich glaube, ich hole mir erstmal Äxte. Das ist ein bisschen wichtiger. Und Hand, das brauchen wir einfach die Range. Da ist eh die Blutspuren folgen. Ich kann nicht folgen, da hinten ist er. Ich muss niemand eine Axt verschwenden. Er will trottelig gelaufen. Mensch, dieses Gefunzel geht im Dorf ein Wecker. Ach, dieser Russen. Doch, was? Die können schon wieder frei funzeln. Was ist denn das für ein Lager? Das ist ja übelst laggig. Das ist ein Hardcore-Lager. So, und jetzt kann ich gerne frei finzeln. Ruinen haben sie immer noch nicht kaputt gemacht. Und das ist wahrscheinlich gerade hier mit dem größten Feind. So ein Lecksack. Hä? Der leckt aber sowas von extrem. Ist jemand arbeitet am Generator? Oh. Nur von der Seite. Warum auch immer. Jetzt bräuchte man noch einen Schrank. Okay. Auch nicht schlecht, dann ist mein scheiß Lecker erstmal weg. Aber irgendwie, der hat wahrscheinlich sich selbst zu stark geleckt. Weil der ist halt schon ziemlich blöd gerannt. So, da habe ich dich wieder. Nichts hier. Der ist tot. Jetzt kommt mir die Funzeln weg dran. Ist halt so blöd auf dem. Ich soll jetzt hier Gedenkinstitut bekommen haben. Das ist für. Du hast hier nie einen geraden. Feld. Das ist hier so ein wirklich geraden Korridor, wo du mit der Axt gut werfen kannst. Da hinten ist er. Ja, hier hat man gerade einen Korridor. Man kann hier so schnell einfach rechts und links abbiegen.
Er bringt ihm das nicht wirklich was. Haha. Der hat hier hinten noch einen Skype gesenzt. Oh, so haben wir endlich mal Ruin kaputt gemacht. Das war nicht aufgefallen. Ist nirgendwo Haken. Mal gucken, ob ich Musik im Keller bringe. Mensch, das ist auch, ich hasse eigentlich, als Killer ist diese Map hier der absolute Scheiß. Weil Überlebende können so gut wegkommen und man hat so scheiße Haken positioniert an so scheiß Stellen. Muss ich ja wieder in den Keller bringen, weil hier ist ja nirgendwo mal ein Haken. Wieso ist die andere nicht hier? Doch, da ist er. Ja, war klar, dass wieder rauskommt. Dann nehme ich halt sie. Ist mir auch Pupse. Was war das? Wieso habe ich den nicht getroffen? Muss er ja nur folgen. Irgendwann bricht sie zusammen. Wenn keiner von beiden Selbstheilung hat, dann haben sie eh ein Problem. Boop. Boop, auch zusammengebrochen. Jetzt wird es aber schwierig, jetzt müsst ihr suchen gehen. Und Punkt machen hier. So. Ich muss hier jammern hören. Ist das Generator so laut? Überall sind die scheiß Generatoren, die laut bubbern. Oh, jetzt einen Überlebenden zu finden. Ich hör's. Da ist er. Ich wollte gerade sagen, jetzt hier noch einen Überlebenden zu finden, ist ja fast aussichtslos. Fast. Ja, der einzige Vorteil auf der Map ist, dass die Totems manchmal gut versteckt sind, beziehungsweise man nicht so schnell wiederfindet. Aber sonst ist diese Map einfach für einen Killer richtig scheiße. Vor allem für eine Handwerk, genauso wie für einen Billy. Aber wir haben das ja ganz gut gemeistert. Kann ich hier nochmal treten? Nochmal Punkte? Ah, nein! Schade. Hehehehe.
Ja, das, wie gesagt, Hextotem ist einfach das einzig Gute. Das ist genauso wie auf Swamp. Das auch. Swamp ist so scheiße. Vor allem für irgendwas Langsames wie Huntress oder Hack. Aber mit Hextotem bist du einfach der King. Gut, wenn es euch voll gefallen hat, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.